Heute ein Video bei Nichtversagen Peter Fragen, ein Medizinspezial, ein neues, und wir wissen, dass da schon ganz viele Leute drauf warten. Dietmar Schmale, unser Berater in dem Bereich, hat die ganze Situation analysiert. Es geht darum, wie sind die Ausfallgrenzen im Wintersemester. Wir haben das in zwei Teile aufgeteilt. Heute Teil 1. Zunächst einmal, gerade wurde alles veröffentlicht. Wie sieht es aus? Welche Auffälligkeiten gibt es? Ja, das kann man nachlesen bei Hochschulstart auf der Website. Die haben jetzt vor, ich glaube, einer Woche die Ausfallgrenzen zum Wintersemester 2020 veröffentlicht an allen Human-, Zahn-, Tiermedizin-Unis. Und da gibt es einige Auffälligkeiten und die werden wir jetzt mal in Folge so ein bisschen abarbeiten. Zunächst mal gucken wir uns an die Abiturbestenquote. Die Quote, die mit Beginn 2020 ausgeweitet wurde, ehemals 20% der Plätze, jetzt 30% der Plätze, also roundabout ein Drittel der Plätze, die an die Abiturbesten vergeben werden. Und da spielt eben anders als früher nicht nur der Abischnitt eine Rolle, sondern die genaue erreichte Punktzahl. Wie früher haben wir sogenannte Länderquoten. Das heißt, es ist maßgeblich, in welchem Bundesland ihr Abi gemacht habt. So, normalerweise geht man davon aus, dass zu einem Sommersemester, da liegen ja auch die Auswahlgrenzen vor, es immer ein bisschen leichter ist, auch in der Abiturbestenquote einen Platz zu kriegen, sprich die Grenzen niedriger liegen. Warum? Weil erst zum Winter wieder ein neuer Abi-Jahrgang mit starken 1-0ern, 1-1ern, 1-2ern hinzukommt. Ist aber in diesem Jahr nicht der Fall. Zum Sommersemester war die allerunterste Grenze, mit der ein Abiturient einen Platz in der Abiturbestenquote bekommen konnte. Die lag bei 775 Punkten im Abi. Das ist so ein Abischnitt im unteren Drittel der 1,3. Ne? Also 1,3 und da irgendwie hin zu 1,4. 775 Punkte. Da hat ein Sachsener Abiturient, wohlgemerkt an der Uni Gießen, und das war die unterste Auswahlgrenze, noch knapp einen Platz bekommen. Ein Abiturient aus Brandenburg benötigte allerdings an der günstigsten Uni von allen Unis zum Sommer, 10 Unis Humanmedizin, 815 Punkte. Also der Sachsener 775, der Brandenburger Abiturient 815 Punkte, also 40 Punkte mehr. Da sieht man schon, da gibt es sehr große Ungleichheiten, je nachdem in welchem Bundesland man Abi gemacht hat. Jetzt zum Wintersemester hat sich als unterste Grenze ergeben 761 Punkte in der Abiturbestenquote. Wie gesagt, 775 zum Sommer, 761 jetzt zum Winter. Und zwar betraf das ein Abiturient aus Niedersachsen, der damit mit 761 Punkten noch knapp an der Uni Saarbrücken einen Platz bekommen hat. 761 Punkte, was ist das? Eine 1,4. Und zwar in der oberen Hälfte der 1,4er. So, also war es jetzt zum Winter etwas leichter, einen Platz zu bekommen. Der Brandenburger Abiturient aber brauchte an der günstigsten Uni 815 Punkte, genau wie zum Sommersemester, um da noch knapp in der Abiturbestenquote einen Platz zu bekommen. Also die absolute Untergrenze ist entgegen unseren Erwartungen gesunken, jetzt zum Wintersemester. Und was sehr auffällig ist, ist, es gibt große Unterschiede in den Auswahlgrenzen, je nachdem, in welchem Bundesland man Abitur gemacht hat und auch an welcher Uni man sich beworben hat. Ein Beispiel: Brandenburger Abiturient konnte zum Winter mit 815 Punkten noch einen Platz in der Abiturbestenquote in Saarbrücken erhalten. Derselbe Abiturient hätte an der Uni Münster 776 Punkte benötigt. Also 61 Punkte mehr, höhere Grenze in Münster, 876, also 61 Punkte mehr für eine Zulassung in Münster wie für eine Zulassung an der Uni in Saarbrücken. Das ist schon knackig, und diese 876, das ist eine sehr knackige 1-0. 1-0 fängt schon bei 823 Punkten an und wir reden über 876 Punkte. So. Jetzt gibt es noch eine Besonderheit, wenn man sich mal so alle Unis anguckt, wo ist es schwieriger, wo ist es leichter, und da ist aufgefallen, dass egal in welchem Bundesland man Abi gemacht hat, brauchte man an der Uni in Berlin, an der Uni in Heidelberg sowie an der Uni in Münster immer mindestens einen Abischnitt von 1,0 mit dann noch einer genaueren Punktzahl.
Aber an diesen drei genannten Unis, Berlin, Münster, Heidelberg, hat bundesweit kein einziger Abiturient mit einem Abischnitt von schlechter wie 1,0 einen Platz bekommen. Was heißt das in der Folge? Haben wir immer schon früher gesagt, ein 1,0er Abiturient macht einen klaren Fehler, wenn der glaubt, er könnte sich die Unis auswählen und nennt bei der Bewerbung nicht alle Unis. Dann kann das sein, dass der irgendwie am Ende ohne Platz dasteht. So, das ist also sehr auffällig. Eine andere Geschichte, was auffällig ist, ist, dass die Abiturienten in den einzelnen Bundesländern halt sehr unterschiedlich betrachtet werden, weil, wenn man auf die Zulassungsgrenzen sieht. Beispiel, ein Abiturient aus Niedersachsen brauchte halt in Saarbrücken, haben wir gerade schon gesagt, eine 1,4 mit 761 Punkten. Das war der unterste Wert für niedersächsischen Abiturienten. Ein Abiturient aus Thüringen brauchte für eine Zulassung an einer der Unis, und zwar der chancenreichsten, auch in Saarbrücken, 829 Punkte. Nicht 761, sondern 829. Und 829 ist eine 1,0. Also 68 Punkte mehr brauchte der Thüringer Abiturient in Saarbrücken wie der niedersächsische Abiturient. So, man wird den Eindruck ganz klar nicht los, und das bezieht sich auch auf die anderen Quoten, dass Thüringer sehr gekniffen sind in diesem Verfahren und Niedersachsen und Schleswig-Holsteiner sehr profitieren. Kurz noch Auswahlgrenzen Zahnmedizin. Unterste Grenze für eine Zulassung in der Abiturbestenquote lag für einen niedersächsischen Abiturienten an der Uni Frankfurt bei 734 Punkten. So, Humanmedizin, unterste Grenze 761, Zahnmedizin 734, also knapp 30 Punkte weniger. Bei Tiermedizin lag die unterste Grenze bei 699 Punkten in München für einen niedersächsischen Abiturienten. Also nochmal roundabout 30 Punkte weniger. Das bedeutet also im Grunde genommen, wenn man sich das anschaut, bei Tiermedizin war es am leichtesten mit 699 Punkten, bei Zahnmedizin ca. 35 Punkte mehr und nochmal 30 Punkte mehr bei Humanmedizin. Was bedeutet das? Ja, das ist eine ganz, ganz krasse Geschichte. Also solche Unterschiede hatten wir früher auch schon. 2019, da war das auch leichter, in Tiermedizin Platz zu kriegen wie in Humanmedizin und in Zahnmedizin ein bisschen leichter wie in Humanmedizin. So, rein was die Auswahlgrenzen angeht. Aber erstmalig in diesem Jahr kann man sich ja parallel für alle drei Studiengänge gleichzeitig bewerben bei Hochschulstart. Und das führt zu extremen Verwerfungen. Das zeigen auch die Zahlen. Beispiel. Wir hatten bei Humanmedizin 2018 zum Winter hin 5 Bewerber pro Platz. Ein Jahr später, zum Winter 2019, 4 Bewerber pro Platz. Jetzt wieder roundabout 5 Bewerber, ganz genau 5,2 Bewerber pro Platz. Also das schwankt so, ne? Mal 5, mal 4, je nachdem wie stark der Abiturjahrgang ist, wie viele Schüler es da überhaupt gab. Bei Zahnmedizin hatten wir 2018 und 2019, und übrigens auch bei Tiermedizin, immer ein Verhältnis 4 Bewerber pro Platz. 2018 und 2019 zum Wintersemester für Zahn- und Humanmedizin. Das ist jetzt bei Zahnmedizin gestiegen auf 10,2 Bewerber pro zu vergebenen Studienplatz und bei Tiermedizin gestiegen von 4 zu 1 auf 7,9 Bewerber pro Platz. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Leute sich parallel beworben haben und das führt in der Folge selbstverständlich dazu, dass ganz viele Leute, die eigentlich Humanmedizin studieren wollten, jetzt, weil sie die Grenzen für Humanmedizin knapp nicht geknackt haben, einen Platz in Zahnmedizin haben. Die sind im falschen Studiengang. Ne? Ich habe kürzlich noch jemanden beraten, der hat mir erzählt, ich habe einen Studienplatz in Tiermedizin. Humanmedizin hat nicht geklappt, die will gar nicht Tierärztin werden. So, das heißt, Studienplätze werden jetzt belegt von Leuten, die gar nicht das studieren wollten. So, die sitzen im falschen Studiengang. Das ist also eine Katastrophe. Also erstmal, wenn man sich bewirbt, muss man erstmal gucken, was will ich eigentlich? Man bewirbt sich nicht auf irgendwas, was man nicht möchte. Ne? So à la Hauptsache Arzt. So, wenn man das nicht weiß, was man möchte, dann muss man Praktika machen und zunächst mal gucken, was will ich eigentlich?
Und erst wenn man weiß, was man will, sollte man sich die Chancen angucken. Habe ich da überhaupt Chancen? Und dann im dritten Nachgang gucken, wenn ich jetzt wenig Chancen habe, was für Alternativen gibt es? Wir machen ja Beratungen dazu, zum Beispiel Auslandsstudium, Landarztquote, hatten wir kürzlich ein Video, Privatunis und. So, es sind jetzt ganz viele Leute im falschen Studiengang und blockieren Plätze für die, die liebend gerne Zahnmedizin studiert hätten und nichts anderes wollten, aber keinen Platz gekriegt haben, weil da ein verkappter Humanmediziner vielleicht noch ein bisschen besser war und jetzt eben einen Zahnmedizinplatz hat. Jetzt gibt es Leute, die sagen, naja, ich habe gehört, man kann wechseln, höheres Semester. Die Chancen gehen gegen null, dass das klappt. Technisch gesehen ist das möglich, praktisch gesehen seit vielen, vielen, vielen Jahren klappt das nicht. Also wer jetzt wirklich merkt, ich sitze im falschen Studiengang eigentlich, der sollte sich überlegen, ob das wohl wirklich so sinnvoll war. Ja, ein Phänomen, mit dem so keiner direkt gerechnet hat, dass das wieder massenhaft auftritt. Gut, jetzt mal zu den Auswahlgrenzen. In unserem Video zu den Auswahlgrenzen zum Sommermester, da gaben sich ja ganz interessante Sachen zur zusätzlichen Eignungsquote. Jetzt, was gibt es Neues im Wintersemester 2020? So, zusätzliche Eignungsquote, das ist ja die in 2010 neue Quote, die die alte Wartezeitquote ersetzt. Wir reden jetzt über 10% der Studienplätze. Früher gab es in der Wartezeitquote 20% der Studienplätze zu vergeben. So, in dieser Quote, und das macht es interessant für sehr viele, spielt die Abiturleistung überhaupt keine Rolle. So, und es gibt eine Übergangszeit, und zwar 2020-21, wo Wartesemester noch mitzählen. Maximal 15 Wartesemester können dazu führen, dass ich Punkte dafür kriege. In diesem Jahr gab es 3 Punkte pro Wartesemester. 3 mal 15 macht maximal 45. Im nächsten Jahr gibt es noch 2 Punkte pro Wartesemester. Mal 15 maximal macht 30 Punkte. Und das an allen Unis in einem 100-Punkte-System. 100 Punkte maximal kann ich kriegen. Also in diesem Winter 45 Punkte maximal für Wartezeit. Wie wurden an den Unis die übrigen 55 Punkte, die bis zu 100 fehlen, verteilt? Das konnten sich die Unis selbst überlegen. Ein großes Schwergewicht lag da aber auf dem TMS. So, jetzt gucken wir uns zunächst mal nur die Auswahlgrenzen an in dieser zusätzlichen Eignungsquote. Wie viele Punkte brauchte ich da? Günstigste Uni war die Uni Greifswald, 67 Punkte. Dann habe ich da noch knapp einen Platz bekommen. Die meisten Punkte brauchte ich in Hannover mit 91,3 Punkten. Warum war die Grenze in Hannover so viel höher wie an der Uni Greifswald? Weil die Hannoveraner sehr viele Punkte für eine Ausbildung geben. Und das haben nun mal sehr viele Bewerber, gerade auch die, die lange gewartet haben, weil die haben in der Wartezeit irgendwas gemacht, meistens eine medizinische Berufsausbildung. So, wer jetzt aber denkt, in Greifswald war es am leichtesten, kann man nicht sagen, weil das hängt jeweils vom Bewerberprofil ab. So, Greifswald zum Beispiel hat 11 Punkte für einen Dienst vergeben. Freiwilliges Soziales Jahr oder sowas Ähnliches. 11 Monate musste man da absolviert haben, dann kriegte man 11 Punkte. 11 Punkte haben die vergeben für einen Preis in einem bildungsbezogenen Wettbewerb. Völlig unsinnig, weil die Leute, die auf eine Zulassungschance hoffen in der zusätzlichen Eignungsquote, die haben in der Regel nicht den ersten bis dritten Preis bei Jugendforsch gemacht. So. Das sind eigentlich 11 verschenkte Punkte, die kaum jemand bekommen hat. 33 Punkte gab es für ein TMS-Ergebnis und maximal 45 Punkte für die Wartezeit. So, jetzt gehen wir davon aus, konkretes Beispiel, ein Bewerber hat 11 Punkte für einen Dienst bekommen. So, und die maximalen 33 Punkte für ein herausragendes TMS-Ergebnis. Dann hätte der 44 Punkte erhalten, die Grenze lag bei 67, also fehlen noch 23 Punkte. Die hätte er nur noch in Greifswald durch die Wartezeit erreichen können. 3 Punkte pro Wartesemester heißt, der hätte mindestens noch zusätzlich 8 Wartesemester benötigt, plus super TMS plus Dienst. So, wenn der jetzt einen mittelprächtigen TMS gemacht hätte, das entspricht einem Testwert von genau 100, also durchschnittlicher Teilnehmer am TMS, dann hätte der mindestens zusätzlich noch 14 Wartesemester benötigt, um auf die Auswahlgrenze zu kommen. Ja? So, also das Zünglein an der Waage, und das haben wir schon vorher gesagt, und das ist auch so, ist da der TMS. Zum Sommersemester übrigens lag in dieser zusätzlichen Eignungsquote die unterste Auswahlgrenze höher. Nämlich in
Tübingen bei 74,8 Punkte. Das war die unterste Grenze zum Sommersemester. In Humanmedizin jetzt zum Wintersemester unterste Grenze 67 Punkte. Ne? So. Bei Zahnmedizin Untergrenze lag in Hamburg in dieser zusätzlichen Eignungsquote bei 56,4 Punkten. In Hannover war es am schwierigsten, sage ich mal, mit 76,8 Punkten. Aber auch da gab es eben 40 Punkte für eine Ausbildung. Und die haben sich viele geholt, deswegen so eine hohe Grenze. Bei Tiermedizin Untergrenze in Gießen mit 56,3 Punkten. In Berlin und München brauchte man 66 Punkte. Das zu den Auswahlgrenzen für die oder in der zusätzlichen Eignungsquote. Jetzt nochmal konkret, wie viel Wartezeit braucht man also so? Kann man alles ausrechnen, wenn man weiß, wie viele Punkte werden vergeben. So, es gab niemanden, der in dieser zusätzlichen Eignungsquote einen Platz bekommen hat, der nicht mindestens 4 Wartesemester hatte. Aber das war Greifswald und da gehen wir schon davon aus, dass der die maximale Punktzahl für Ausbildung, TMS und so weiter und so fort erhalten hat. An 12 Unis wäre es rein rechnerisch möglich gewesen, mit mindestens zusätzlich 5 Wartesemestern eine Zulassung zu bekommen. Aber auch hier gehen wir davon aus, dass die Leute schon bestes Testergebnis mit, sage ich mal, vorzuweisen haben. Diese 12 Unis, wo man mindestens 5 Wartesemester benötigte, das waren in der Regel Unis, wo es 55 Punkte maximal für ein TMS-Ergebnis gab, aber keine Punkte für eine Ausbildung oder ähnliches. So, und da bin ich bei der Berechnung schon davon ausgegangen, bestes TMS-Ergebnis. So, die Unis, die einen größeren Bonus für eine Berufsausbildung gegeben haben, 30 Punkte oder mehr, das sind auch einige, da hätte ich zusätzlich neben bestem TMS-Ergebnis rein rechnerisch noch mindestens 10 Wartesemester benötigt. In Hannover sogar 13 Wartesemester. Ne? Also wohlgemerkt, lange Wartezeit, herausragendes TMS-Ergebnis und eventuell dann noch eben Zusatzpunkte für die Berufsausbildung. Das war so die Untergrenze. Wer also in dieser Quote auf Chancen hofft, der benötigt in der Regel viel Wartezeit. Zusätzlich ein sehr gutes TMS-Ergebnis. Wenn das nicht ganz so gut ausfällt, braucht er noch mehr Wartezeit. Und allein zu gucken und zu sagen, Hannover, ne, 40 Punkte für die Ausbildung, das reicht, das ist es nicht. Jetzt nehmen wir noch einen konkreten Fall. Nehmen wir mal einen Bewerber aus München. Der rechnet sich mit seiner Berufsausbildung und da gibt es in München 30 Punkte für. Gute Chancen aus. Den TMS dort hat der mittelprächtig absolviert, genau Testwert 100, Durchschnitt. Dann erhält er für sein Testergebnis, wo es maximal 25 Punkte gibt, genau die Hälfte der Punkte, 12,5 Punkte. Kommt also zusätzlich mit den Ausbildungspunkten auf 42,5 Punkte. 82,5 Punkte war die Auswahlgrenze, fehlten also noch 40 Punkte für Wartezeit. 40 Punkte für Wartezeit kriegt man mit mindestens 14 Wartesemestern. Wenn der jetzt ein besseres, viel besseres TMS-Ergebnis gehabt hätte, 110 Testwert, das ist ein Testergebnis unter den ca. 16% Testbesten, hätte der weniger lange warten müssen. Da hätten 12 Wartesemester ausgereicht. Ist also alles eine Berechnungsgeschichte. Also man muss hier im Grunde genommen, ja, wenn man das Ganze sieht und so weiter, auch die Beispiele haben das gezeigt, man muss sehr genau schauen. Man muss das ganz genau ausrechnen, da helfen wir natürlich auch dabei. Hier unten im Video findet ihr gleich die Links zu den ganzen Beratungen und wo ihr also das findet. Herr Schmale, der macht eine genaue Analyse eurer Chancen und schaut sich das also wirklich Punkt für Punkt an und kann das auch, je nachdem, wo ihr herkommt, wo ihr Abitur gemacht habt, ganz genau analysieren. Ihr merkt, es ist wieder viel los und deswegen machen wir jetzt an der Stelle mal Stopp. Und wir empfehlen euch aber auf jeden Fall noch den zweiten Teil unseres Videos zu gucken. Der kommt in ein paar Tagen. Bis denn. Tschüss. Ciao.